Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte mich erstmal bedanken für die Beratung im Sozialausschuss. Wir haben wirklich alle konzentriert, lange und ausgiebig beraten. Und auch die Länge der Beratung waren durchaus notwendig und habe ich als sehr positiv empfunden. Vielen Dank dafür. Dennoch haben wir einen Änderungsantrag eingebracht und ich habe das ja auch schon im Sozialausschuss angekündigt, dass wir gerne, wir hatten durchaus Sympathie für den rot-grünen Gesetzentwurf und auch für den Bremer Entwurf, wo das Verstreuen der Asche und wo tatsächlich die Entnahme der Asche und das Pressen in Schmuckstücken erlaubt ist. Und es gibt Punkte, die rühren an einer ureigensten Überzeugung und für mich gehört dieser Punkt dazu. Was mit mir und meiner Asche geschieht, das möchte ich entscheiden. Was mit meiner Totenruhe ist, möchte ich nicht, dass das Institutionen entscheiden, ob es nun die Kirche ist oder jemand anders. Das ist meine ureigenste Entscheidung und deswegen haben wir den Änderungsantrag eingebracht. Wir sollten uns an der Stelle auch der Realität stellen. Also das heißt, es wird durchaus in Holland schon kremiert und man kann die Asche dann abholen seiner Angehörigen. Das ist durchaus Praxis von vielen Menschen auch schon praktiziert und auch gewünscht. Die Argumentation der Kirchen kann ich aus Sicht der Kirchen nachvollziehen. Wenn man aber dennoch sieht, dass zum Beispiel Hannover noch nicht mal 50% der Menschen Mitglied in Kirchen sind und die dann über meine Totenruhe entscheiden, finde ich das persönlich für mich nicht hinnehmbar. Und auch das Problem, was Uwe Schwarz angesprochen hat, natürlich ist es ein Thema, was passiert nachher mit der Asche, wenn die beiden versterben. Aber es ist meine Entscheidung und die möchte ich selbstbewusst und kritisch stellen und deswegen ist uns dieser Änderungsantrag wichtig. Mir war klar, dass sonst kaum jemand dazu zustimmt, aber dennoch entspricht es unserem ureigensten liberalen Lebensgefühl. Vielen Dank. Frau Bruns, dürfen wir mal eine Frage stellen? Spricht